In diesem Bootcamp lebt jetzt Vicky Pollard aus der verwahrlosten Unterschicht Großbritanniens. In Amerika würde sie als Aristokratin durchgehen. Und dann fing ich an, mit Drogen rumzumachen und zu stehlen. Und dann habe ich gestohlen, um Drogen zu kaufen. Aber jetzt wird mir klar, dass ich nur eine Menge Probleme hatte. Und ich glaube, dass ich hier in diesem Camp bin, hat mir geholfen, das alles zu verstehen. Danke, dass du uns das erzählt hast, Lindsay. Es war sehr bewegend. Danke. Vicky. Was? Erzähl uns ein bisschen von deinem Leben daheim. Nein, aber ja, aber nein, aber ja, weil ich lebe nämlich zu Hause mit Shelly, was wahrscheinlich meine Mama ist oder vielleicht auch meine Schwester, das weiß ich nicht, vielleicht ist sie auch beides. Scheißegal, aber sie ist so voll streng. Einmal hat sie mir 15 Minuten Hausarrest gegeben und das war so unfair, weil ich bin bloß in einer blöden Eisdiele gewesen. Weil Dennis Welby dort einen Job hat und ich sie gezwungen habe, mir das Geld aus der Kasse und ein Eis zu geben. Ich glaube, einen Teil habe ich verstanden. Und was ist mit der Schule? Oh ja, ich war mal dort, das war okay. Du warst einmal dort? Ja. Ja, ich hatte Mathe oder irgend so ein Scheiß, Geschichtografie, Biomie und wie heißt das noch, wo alle in so einer komischen Sprache reden, die kein Mensch verstehen kann? Französisch? Nein, Englisch. Fein. Und was hat dich hier ins Camp gebracht? Ein Bus. Nein, ich meine, was war der Grund, der dich hierher brachte? Hattest du Probleme mit Drogen? Oh mein Gott, das ist sowas von unfair, ehrlich. Ich habe vielleicht einmal Drogen probiert, so 8, 9 Jahre lang, aber sonst habe ich echt voll gar nichts getan. Allerdings, wenn jemand hier sein sollte, dann ist das Kelly Bailey, weil die halt total fiese Sachen über mich erzählt, vor meinem Rücken. Weil sie total neidisch ist, weil sie ist voll verknallt in Steven Dean und der hatte mich von hinten in der Dunkin' Donuts. Aber nur weil ich mit dem getrieben habe, bin ich doch nicht verknallt in den, ich bin keine Nutte. Aber hast du das Gefühl, dein Aufenthalt hier hat dir geholfen? Ich würde gern ja sagen, weil ich habe mich echt voll angestrengt. Ich bin nämlich im Grunde ein sehr anstrengender Mensch, aber ich fand's ja leider nur total nervig. Weil all die anderen Mädchen hier sind Schlampen, bis auf Suzanne. Weil die ist die Oberschlampe, die hat in Embers Haar gespuckt und gesagt, ich war's. Und ich dachte, oh mein Gott, ich glaube nicht, dass du das gerade gesagt hast. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich der hässlichen Emma ins Haar spucken? Ich dachte, du doch nicht die Haare. Was denn jetzt? Ich bin schuld, oder was? Ihr seid doch wohl die Schlampe. Ich glaube, ich dir die Hallo?